So, das sind wir. Wir sind live und direkt. Was geht ab? Okay, hört man mich? Kann man mich hören? Mikrofon? Check. 1, 2. Yes, okay. Herzlich willkommen. Okay, hier muss ich den Ton ausmachen. Herzlich willkommen zur YouTube-Premiere Red Carpet Trapped in Paradise Crow featuring Tessa. Ich bin hier, um eure Fragen zu beantworten. Und wir sind hier im Super Sticker und Super Chat. Und wer Bock hat, hittet diese Buttons, wo man donaten kann für gute Zwecke. Dafür sorge ich, dass es für einen guten Zweck ist. Und ihr erscheint dann oben. Vor allem. Okay, genau. Und damit könnt ihr diese Fragen oben hin pinnen. Ping, 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 ping. Ding, 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 ding. Ich muss mir auf jeden Fall mal dieses Handy hier näher holen, dass ich was lesen kann, sonst sehe ich gar nichts hier. So, die Leute fragen. Oh, so viele Fragen. Wann kommt der nächste Song? Weiß ich noch nicht. Nicht dauert nicht mehr lange. Nicht mehr allzu lange. Kannst du Indonesisch? Shirt Restock, ja. Es kommen jetzt nach und nach, werden Shirts rauskommen. Da stehe ich dahinter, ich mache die Shirts, ich baue die euch zusammen. Ich will nur, dass die krass werden. Ich will nicht einfach nur irgendeinen Trash raushauen auf irgendein Shirt, irgendein Print. Deswegen. Oder haben wir noch eine Frage hier? Hey, Gro. Schwabenländle oder Bali? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich liebe es zu Hause und ich vermisse ein bisschen die Unterschiede zwischen kalt und warm manchmal, dass man auch, also weißt du, man braucht ja immer Hochs und Tiefs und hier ist halt immer warm. Da wird man ein bisschen ballerballer irgendwann in der Birne. Simon Wagner fragt, was geht auf Bali so? Was auf Bali geht, ist eigentlich ziemlich einfach hier, man. Ziemlich einfaches Leben. Die Sonne scheint, man schwimmt im Meer, man sucht sich irgendwelche Hobbys, man macht was man will. Für mich ist gut, ich kann den ganzen Tag irgendwas Kreatives machen, kreieren. Und Amelie Salah fragt, was bedeutet dir deine neue Maske? Yo, meine neue Maske, ich liebe meine neue Maske. Ich habe davon 3 gebaut bis jetzt. Es ist noch nicht perfekt. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich ausmerzen will, aber nice. Ich finde es sehr nice. Future Shit. Und ihr könnt euch selber sehen, bis ich irgendwann nur noch im Spiegel bin. Josie fragt, warum wird das dein letztes Album? So, weißt du, es gibt auch noch andere Dinge, die man machen will, anstatt den ganzen Tag Musik. Ich liebe Musik über alles. Und ich werde es auch nie aufhören, Musik zu machen, aber ich mag auch malen, ich mag Kleider machen. Eventuell irgendwann kommt noch eine Familie dazu, wer weiß. Okay, hier steht Schattenbilder. Kann man unter den Masken nicht schlecht atmen, vor allem bei Konzerten? Ja, also unter der Maske atmen, es ist so leicht. Vor allem die hier, die ist neue und da weiß ich nicht, so was geht, aber die Scheibe schlägt immer an ein bisschen und man muss das Visier putzen, dass man sieht. Also mit Masken unterwegs zu sein, aber ich liebe es. Ich bin lieber maskiert in der Showtime und in meinem Privatleben dann frei, als umgekehrt. Also maskiert, manche Stars müssen sich, wenn sie durch die Straßen laufen, was rumwickeln, ich nicht. Daniel Schmidt fragt, wann hören wir das erste Mal was vom neuen Crow mit der neuen Maske? Wann wir das erste Mal was mit der Maske hören, dauert glaube ich gar nicht mehr so lange. Ich glaube, die nächste Single ist unterwegs, kommt bald. J-Ronix, wieso Bali? Und kannst du J-Ronix grüßen? Jo, Grüße gehen raus an J-Ronix und wieso Bali? Ich meine, die Sonne scheint. Eine Frage. Was will man mehr? Die Sonne scheint. Jeden Tag. Wie geht's dir momentan? 16 Bars, wie es mir geht? Wunderbar. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Richtig gut. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ist die Frage. Ja, wie geht's euch eigentlich, Mann? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich aber ratzfatz schnell. Ich nehme jetzt mal die Hand.
Wer seine Frage hier angepinnt hat. Hier ist der Tino, er stellt die Fragen. Wer seine Fragen angepinnt haben will, weil es rattert hier so schnell hoch und runter, der muss. Zeigen wir mal. Genau. Der nutzt diese Supersticker oder den Superchat, dann sehen wir das sofort und es ist groß gehighlightet. Wann kommt das erste Ami-Feature? Wer weiß, vielleicht ist da auch schon eins da. Okay, wir haben hier eine Frage von 16 Bars. Worin unterscheiden sich die beiden Masken charakterlich und soundtechnisch? Ich meine, der eine, eigentlich unterscheiden die sich. Ja, doch, die unterscheiden sich auf jeden Fall, der soundtechnisch. Ich würde sagen, diese Hippie-Maske ist diese organische Natur, der Naturfilm. Alles ist selber eingezockt, Gitarren, bababams. Und dann kommt dieser Future-Dude, der hier, und gibt ihm einen Arschtritt von links mit Future-Sounds. Okay. Und ist ein bisschen frecher, er ist frech. Wir haben hier Matti Baumann, zockst du in deiner Freizeit Games, wie zum Beispiel Call of Duty und das andere King? Ich habe Call of Duty angefangen vor 2, 3, 4 Wochen. Wurde mir mies der Arsch versohlt. Aber ich werde besser darin, ich werde besser. Und ich war nie so gut in Konsolen, weil ich hatte nie eine als Kind. Konnte immer nur bei Homies zocken. Deswegen war ich immer der Schlechteste in allem, FIFA. Ich bin das größte Opfer in Konsolen, aber ich versuche. Deswegen bin ich gut in anderen Dingen. Warum lachst du da? Ich mein Billard zum Beispiel, warum lachst du? Ja. Wer hat letztes Mal gewonnen? Moment. Okay, warte mal, lass mal hier Frage beantworten. Ja, ja. Würdest du unbekannte Künstler featuren, wenn du sie cool fändest? Falls ja, wie könnte man dich erreichen? Normal, ich bin der größte Fan von Talente finden. Ich bin gar nicht so Fan von, ich springe einfach auf irgendwelche großen Namen drauf. Das ist nicht mein Ziel. Ich liebe es, junge Talente zu entdecken. Und wer Bock hat, mir Dinge zu schicken, Moment, wir kreieren eine E-Mail, ja. Die hau ich, yo. Wir brauchen eine E-Mail für... Benno, Lars, wir brauchen eine E-Mail, wo Leute Sachen hinschicken können. Und Talent at Tours. Wo, Talent? Okay, wir richten die ein. Es wird Talent at TrueWorks.co. Ich schreib's rein. Schickt alles, was ihr wollt. Beats, Bilder, Hüpfbogen. Wo sind die Fragen, Jungs? Die eine weitere Frage. Wie weit über dem Boden fängt der Himmel an? Für mich ungefähr so weit über dem Boden. So weit. Tino. Warte, ich komme hier nicht hinterher. Der Junge. Marina Weikum, danke für deine Donation. 16 Bars fragt, interessante Location für eine Live-Session. Wie hat es sich angefühlt, auf einem Boot ein Konzert zu spielen? Fragen wir doch mal Lars, oder? Der hat doch eine gute Antwort. So, ich meine, ich war in meinem Leben selten auf einem Boot. Eigentlich bin ich wasserscheu. Vor allem offenes Wasser, Meer scheu, aber ich fand's geil, meine Ängste zu bekämpfen, rein in den Ozean und auf einem Boot, mega nice, mega geil, ich lieb's auf dem Boot, so ruhig, alle, die ganze Welt hält die Fresse so, du bist alleine und es fühlt sich krass an und wenn dann die Nacht reinkracht und die Sterne über dir kommen, ist es so super peace, super chill. Okay. Und erstmal, da auf ein Konzert. Und nochmal ein Danke an die Leute, die jetzt gerade spenden oder die Donation schicken für den guten Zweck. Nadja Kurzave, wie geht's deinem Hund? Und danke für die 5 Euro. Wie es meinem Hund geht? Pepper wurde eingeschläfert vor 2 Tagen. Bisschen traurige Nachricht, aber es hatte einfach keine Aussicht mehr auf hat keinen Sinn mehr gemacht. Auf Regeneration von der Wirbelsäule. Das ist schade. Rest in Pepper.
Und Tim Meyer, danke für deine Spende. Welche deutsche Künstler verfolgst du und gibt es schon Überlegungen für ein Feature? Und Grüße an dich. Was nochmal? Welche deutsche Künstler verfolgst du? Ja. Und gibt es schon Überlegungen für ein Feature? Ich verfolge gar nicht so viele deutsche Künstler, weil ich auch. Nee, ich verfolge gar nicht so viele deutsche Künstler, wenn ich ehrlich bin. Aber. Doch, kaum Features, doch. Hast du noch eine Frage? Mann, es ist so schnell. Wohin zieht es sich als nächstes? Oh, ich hab irgendwie. Als nächstes komme ich auf jeden Fall mal heim. Erstmal vielleicht Berlin, dann Stuttgart, dann kurz alle durchdrücken und so. Und dann würde ich, glaube ich, mal gerne nach Südamerika, sobald diese ganze Welt wieder offen ist und alles wieder funktioniert. Weil wir sind ja hier echt noch auch gefangen, trapped in Paradise. Aber ja, Rio, Kolumbien, Mexiko. In 2 Minuten beginnt die Show. Indien. In zwei Minuten beginnt die Show. Vielleicht kurz was zu Tessa sagen. Tessa war mit auf dem Boot. Krasse Stimme. Krasseste Stimme Indonesiens. Nicer Künstler aus Indonesien, ja. Ja, Mann. Und super soulful. Hat mies gepasst. Ja. Wir haben auch noch auf dem Boot Mucke mit ihm gemacht. Der Junge liefert ab. Ich verstehe dich nicht. Hast du noch eine Frage? Lies mal hier. Okay, und im Januar kommt der zweite Teil praktisch, der auf dem Beach ist. Genau, wir sehen jetzt den ersten Teil. Der erste Teil war auf dem Boot. Der zweite Teil war auf einer Insel. Ist eine Tour geplant? Ich meine, ja. Doch. Es kommt eine Tour. Es wird eine Tour geben. Keine Sorge. Wie lange haben wir noch? Also sollen wir gleich raus, ja? Es sind so viele Fragen hier, Mann. Sorry, dass wir nicht alle beantworten können. Wie hast du deine Band zusammengestellt? Vielleicht noch ganz schnell. Auf dem Boot? Ja. Wir haben einfach ausgerufen, so laut wir konnten. Wer spielt Gitarre? Wer spielt Bass? Und tatsächlich war auf Bali waren krasse Musiker am Start. Krass. Ach so. Geisteskrank. Benno. G-Man an den Drums. Okay, alles klar. Okay. Jordan an der Gitarre. Wir haben. Es geht noch eine Viertelstunde. Josh am Bass. Geht noch eine Viertelstunde? Ja. Also, ja. Schickt uns ruhig die Fragen. Wir haben noch Zeit. Ja, so kommen wir. Wir sehen uns hier locker einfach mal. Hand in die Hand, Füße hoch. Pats. Morgen. Ja, und so haben wir die Band zusammengestellt. Paar Tage geprobt. Auf ganz, ganz, ganz schnell, bis es losging, aufs Boot. Danke an Christy. Danke an Christy für deine Donation. Guckt euch Simon Wagner fragt, und ich sag Premiere 1.15, oder? Ja, stimmt. Du hast recht, Simon Wagner. Was sagst du? Simon Wagner hat uns gewarnt, dass wir noch 15 Minuten Zeit haben. Ja, aber das ist geil, wir sind Frühstarter, Digga. Es ist neu. 15 Minuten vorher rein, hier alles für die Fans. So, wir sind zu früh gewesen, ja? Ja, ist mir egal. Officially, welcome to the jetzt geht's also los, das ganze Ding nochmal. Achso, wir fangen nochmal von vorne an. Carlo war zu früh. Das ist mir noch nie passiert. Ja, so. Sendet uns eure Supersticker, Superchats, damit wir eure Fragen leichter sehen. Und natürlich kommt das Ganze dem guten Zwecke zu. Deswegen, ja, komm, helft dem guten Zwecke. Der gute Attacke. Steht ganz oben. Ich hab mir extra mein goldenes Hemd angezogen für euch. Tino, gib mir eine Frage. Jetzt sehe ich eine Frage. Was ist mit Vio? Vio. Ist jederzeit aktivierbar, aber momentan auf Eis, weil man einfach Prioritäten, weißt du, setzen muss im Leben. Was hat gerade Vorrang, so tschu. Und nebenher eine Fashion Brand zu leiten. Braucht ganz schön viel Ressourcen. Okay, hier habe ich eine von 16 Bars wieder. Wo nimmst du die musikalische Inspiration für dein Album her? Was feierst du aktuell? Ich feiere so viel. Ich feiere querbeet alles Mögliche.
Und sehr viel auch alte Mucke, also tatsächlich Billie Holiday, Chet Baker, ganz alter Shit, ganz viel Jazz. Aber wenn man von Jazz auch irgendwann die Schnauze voll hat, wenn man zu viel Jazz hört, weil jeder Akkord in einem Lied vorkommt. Natürlich ist Daft Punk, wie man sieht, hier auch dabei, Tame Impala und ja, Woodstock ist dabei, ich liebe Woodstock. Die 70er, ich liebe, wenn es ein bisschen shiny ist, ein bisschen pimping. Das ist Jan fragt, wie du auf diese Idee gekommen bist mit der abgespaced Maske. Gute Frage. Ah, ich weiß noch ganz genau, wie ich war in L.A. bei Jimmy Duel im Studio. Dann bin ich aufs Klo und er hat auf dem Klo so eine so einen Trockner von Samsung, glaube ich. Und der sah aus wie die Maske, ich schwöre. Der hatte, wenn in Amerika machen die oben die Klappe auf und schmeißen das dann rein, nicht wie bei uns, rund, zack. Und dann setze ich auf dem Klo und gucke mir dieses Ding so an und es sah aus wie ich, also so, nur ein bisschen höher, also so. Und habe ich ein Foto davon gemacht und dachte, so will ich die nächste Maske haben. Ja, das also war die Geschichte so zu der Maske. Nina Lösch. Letztes Carlo oder letztes Crow-Album? Wäre tragisch, wenn die Musik wird missen. Ja, ich würd mal noch nicht jetzt anfangen, mich vom Hochhaus zu schützen oder so. Es muss ja noch nicht das Ende bedeuten. Nur weil jetzt hier gerade ein eventuell letztes Album angekündigt ist. 16 Bars. Heißt es nicht, dass ich weg bin danach. Ich bin ja noch da. Es kommen Dinge von mir. In anderer Form vielleicht. Wie hat sich das Inselleben oder einfach die letzten Monate auf dein Mindset und deine Lebensphilosophie ausgewirkt? Es hat mich ein bisschen gechillt. Ich war nervöser, als ich in Berlin war. Da war ich irgendwie in diesem Strudel von europäischer Geschwindigkeit. Alles war schnell, alles war wichtig irgendwie. Und hier merkt man mit Abstand, dass viele Dinge gar nicht so wichtig sind, dass man sich darauf, dass jeder Tag zählt, dass man sich auf jeden Tag sollte man machen, was man will, und dann ist es schon ein erfolgreicher Tag. Und in Berlin war ich eher so, nein, ich muss doch heute Musik machen und mindestens ein Bild malen und dazu noch so und so viel Geld verdienen, dass es erfolgreich war, aber das stimmt nicht. Ne. Olaf! Soccer Bras. Sagt LMF2 klingt sau ähnlich wie Happy Together von The Turtles. Ja, das ist natürlich, du hast es erkannt. Zufall? Nein. Hast du dich inspirieren lassen? Das ist natürlich eine Hommage. Happy Together und ich happy allein mit mir. Umgedreht. Melodie genommen, Sinn verdreht. War mit Absicht. Dann haben wir hier noch. Moment. Was wünschst du dir noch für eine Mega, dass du das machst, worauf du Bock hast? Nochmal, was wünschst du dir noch? Was wünschst du dir noch für eine Mega? Was ich mir. Warum hat denn der dein Hintergrundbild? Das ist nicht mein Hintergrundbild. Das ist Benos? Das ist Jonathan. Ja. Was ich mir noch wünsch. Wow, schwierig. Ich wünsch mir, dass alles sich zum Guten weiterhin verändert, wie es bis jetzt immer getan hat. Weil wenn es gleich bleiben wird, wäre es langweilig. Ich bin sehr schnell gelangweilt. Ich brauche Veränderung, deswegen, ich wünsche mir Veränderung. In allem. Auch hauptsächlich in der Welt und im Denken der Menschen wünsche ich mir, glaube ich, Veränderung, dass alle mal ein bisschen nachdenken. Machst du weiter Musik nach deinem Album? Habe ich die einzige Kamera in der Hand? Ja. Okay, ich trinke mal kurz einen Schluck. Tino hält die Kamera. Nicht bis dann, moin! Ja, Markus! Nein, nicht, Markus, nicht mich für. Okay. Schickt ruhig weiterhin eure Fragen. Wieder da. Okay, hier kommt eine Frage. Kommen noch Hoodies zum neuen Album, andere Merch? Oh shit, ja, es kommt ein Hoodie. Mit guter Qualität, Freunde. Ja, ich bin da dran an guter Qualität.
ich nerv Nils den ganzen Tag und sag, wir können nicht auf irgendwas Standard-Scheiß drucken, das geht nicht. Wir brauchen ordentliche Cuts. Ist gerade nicht so schwer, weil tatsächlich, wie ich mitbekommen habe, ganz viele Merch-Lieferanten und Basic-Hoodie-Hersteller wegen der Corona-Krise nicht ausliefern können und so weiter. Deswegen stockert es an allen Ecken. Aber lass uns was einfallen und ich werde keinen Müll raushauen und es wird hoffentlich eingefallen. Ist natürlich auch immer schwer. Von 16 Bars nochmal, Capital Bra auf Bali. Gibt es eine neue Kollabo mit dir und Capi? Wer weiß. Dieser Bratan ist auf jeden Fall ein lustiger Bratan. Der ist ein sehr lieber Mensch, der ihn die ganze Zeit in den Arm nimmt, die ganze Zeit sagt, wie gerne er einen hat, wie toll er es hier findet. Sehr respektvoll. Ich feier den Dude. Und mal gucken, was da noch steht. Ich meine, er macht Musik sehr schnell, ich auch. Wer weiß. Gratulation an Fumakachi, seine Freundin ist schwanger. Hast du gut gemacht, Junge. Und danke für die Donation auf jeden Fall. Doppelte Donation, ne? Okay, ja, ey, sendet Fragen. Mit welcher Software nimmst du deine Songs auf und welches Mic? Liebe Grüße, Phil. Danke für die Donation. Yo, mein Mic. Let me fucking introduce you to my wife. Hier haben wir Kalisitos Mikrofon. Es hat ein bisschen gelitten. Und zwar wackelt der hier. Aber ist nicht schlimm, ich lasse bald reparieren. Ich habe mir einen Popschutz gebaut, weil ich hatte keinen. Egal. Zack, eingebaut. Und hier ist es. Ein Vintage Audio Bock Mikrofon. California. Sündhaft teuer, sehr krass. Ich habe 30 Mikrofone ausprobiert und das hier hat gewonnen, und weil es einfach die Seele aufnimmt. Dazu noch. Man hört Federn fallen mit dem Mikrofon, das ist ziemlich krass. Deswegen ist es auch nervig, wenn man alles hört. Man hört die Grillen auf Bali und die Vögel und Tino die ganze Zeit. Das ist hart nervig. Manchmal ist es dann doch besser. Ich habe viel auch mit dem, wo ist es, den hier aufgenommen, SM58, soweit ich weiß, okay, weil das einfach hier aufnimmt und hier schon nicht mehr, das heißt, man hat Ruhe, so, jeder kann plappern, alle machen Party und ich nehme auf, ein Party, da. Noah Grützner fragt, was ist, halt mit auch dem, anders. Was ist mit dem Projekt C? Jo, Projekt C wächst, der ist nicht zu Ende, der wächst kontinuierlich, wer weiß, momentan brodelt der vielleicht gerade irgendwo. Kommt mal was mit Jaden Smith. Wer weiß, ich meine, ich und Jaden, wir sind so, aber ich glaube, bis jetzt haben wir noch nichts gemacht. Okay, jetzt noch eine Frage von 16 Bars, was hältst du davon? Der Jaden Schmidt. Der Lüde von Willi. Was hältst du davon, wenn wir mal ein paar Tage auf Bali vorbeikommen, hättest du Lust auf eine 5-Tage-Doku? Nee. 16 Bars. Nee. Ach so, 16 Bars. Ja. Nee, trotzdem nicht. Ich meine, klar, 16 Bars, herzlich willkommen, kommt rein. Am besten vielleicht, kommt doch einfach jetzt rum, zu Weihnachten. Meldet euch bei Capi, genau. Ja, meldet euch bei Capi, der hat's geschafft, der weiß, wie man hierher kommt. Also, Mensch, haust noch was mit Jamule raus? Erstmal gerade nix, nee, aber ich bin auch dicke mit dem Homie, ich lieb den. Komm so schnell hier rein. Kannst du ein paar Kunstwerke zeigen? Nee, jetzt nicht. Tut uns einen Gefallen, nutzt diese Superchat-Funktion oder diese Gift-Funktion, damit wir das besser lesen können, weil hier kommen so viele Fragen rein, ich komme gar nicht mit. Da sind wir. Freue mich schon mega aufs neue Album. Ja, okay. Wir freuen uns auch. Freuen uns, dass du dich freust. Richtig? Richtig, wir freuen uns, dass du dich freust. Alter.
So, kannst du es nicht anhalten? Verwendest du verschiedene Masken? Ja, das ist eine gute Frage, ob ich bei den Konzerten dann verschiedene, auf jeden Fall, klar. Also, ja, ich lass mir da was einfallen bei Konzerten, dann kommt der Dude, zaubert sich von der Seite wieder zurück, zu dem verwandelt sich in den Theater, Kunststücke und Zauberei David Copperfield. Mhm. In welcher Fernsehshow würdest du gerne auftreten? Rick and Morty? Ja, als Comic-Character? Ja, Mann. Der wäre nice. Ja. Hier ist die Frage, ist das Merch limitiert? Oh, scheiße, ich glaube, ich habe irgendeine Fliege in der Maske oder irgendwas. Okay, Merch ist limitiert. Natürlich ist Merch limitiert. Klar, also es gibt nicht viel. Es gibt eine Handvoll Merch und dann ist auch wieder gut. Ratzfatz weg. Immer. Okay, 16. Aber die Box nicht. Die Box? Noch nicht. Die Box? Da ist auf jeden Fall gerade, da ist offen. Da kann man reinhauen. Trapped in Paradise Agency? Diggi, wie war's in der Schule mit dem Lesen? Digga, wenn hier andauernd, die, weißt du, das immer so rumspringt? Komm nochmal. Ach ja? Ich versuch's nochmal. Jetzt ist es schon wieder weg. Was war jetzt die Frage? Achso, was Trapped in Paradise macht. Was es macht? Ja, die Agency. Die mit ja. Krasse Künstler nehmen, auf ein Boot packen oder auf eine sonderbare Location und krasse Events, also krasse Konzerte in krassen Locations, außergewöhnliche. Vor allem dann auch Internet-Corona-konform, momentan sehr gut, sehr beliebt. Okay, wir läuten die letzten 2 Minuten ein. Oh, also, noch einmal den letzten Run. Fragt uns Fragen. Tino, du sollst Host werden. Bist du froh, nicht mehr im Hype zu sein? Ist geteilt so. Also manchmal denkt man sich, ja, ist gut, kann man endlich mal angeln gehen. Und andererseits wird es dann auch schnell langweilig und man will mal wieder auf eine ordentliche Party oder so. Ist natürlich wie immer im Leben. Man will... Auf und Abs. Auf und Abs, man will beides. Also, deswegen. Wie lange haben wir noch? Es ist 11.11 Uhr übrigens. Oh, 11.11 Uhr, ja. Alle Boden berühren. Boden berühren und Stirn küssen und alles. Wie lange noch? Eine Minute. Wir haben noch 1 Minute, Jungs. Kann dann bei dir 11.11 Uhr sein, Digga. Das ergibt noch keinen Sinn. Digga, hier stand eben 11.11 Uhr. Scheiße, wir sind vorbei. Gut, 16 Bars, die letzte Frage hier. Was sind die nächsten Pläne bei True Works? Das muss man den Mastermind fragen, ne? Ja. Wie Kapi sagt, wir rasieren. Ja. Rasur. Die nächsten Pläne bei True Works, einfach weiter ein Imperium aufzubauen und nur die Creme de la Creme zusammenzuführen und krassen Scheiß zu machen. Das ist der Plan, egal ob Kunst oder Möbel oder Klamotten oder Events oder Festivals oder Musik oder Videos oder ja. Also, Hammers? Die Maske kann man nicht kaufen, aber eventuell mache ich ein kleines Gewinnspiel, indem ich eine Maske von denen verlos demnächst, weil ich sie so geil finde, dass ich sie auf jeden Fall mit jemand teilen will. Deswegen Augen aufhalten, bald kommt mehr. Weil euch das so gut gefallen hat, mit diesen Postern hier zu gewinnen, dachte ich, komm, wir verlosen einfach mal ein bisschen mehr. Ich habe so viel Zeug, ich habe hier ein Klebeband. Okay, Trommelwirbel. Oh, geht los. Trommelwirbel. Oh, oh. Okay, danke. Okay. Danke, wir haben's. Ja, ja. Hey, und zieht euch die Show rein. Wie gesagt, und im Januar kommt der zweite Teil der Show. Der erste Teil findet auf dem Boot, wunderschönen Boot statt. Und ja, zieht euch's rein. Und kauft die Boxen. Achso, und nicht wundern, dass der Künstler jetzt kommt ein bisschen, das ist nicht Carlo, der ein bisschen braun geworden ist, sondern es ist Tessa. Tessa. Ein indonesischer R&B-Sänger. Man kann es nicht skippen, weil es ist so eine Premiere. Tschüss. Es geht los. Adios, amigos. Hola, hola, chicas. Bye. Liebe.